Hey Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist endlich wieder soweit. Die Formel 1 ist wieder da. Es geht wieder los dieses Wochenende und zwar im Bahrain. Ich freue mich extrem drauf und passend dazu bin ich eine Runde auf dem Simulator gefahren mit meinem Partner Sky Ticket zusammen. R-Faktor 2 war das Programm, Rennstrecke Bahrain und das Auto war eine Formel 2. Von daher ist es eine mega gute Runde geworden. Wenn ihr auch Lust habt, das ganze Jahr über bei der Formel 1 dabei zu sein, dann schaut jetzt mal auf den Link in meiner Beschreibung. Dort gibt es nämlich ein super gutes Angebot von Sky Ticket, um das alles zu streamen. Let's go! Eine Runde in Bahrain. Und zwar haben wir hier eine Streckenlänge von 5,4 Kilometer. Wie man hier sehen kann, im Formel 2 haben wir auch 18 Zoll Räder. Die Anbremszone für Turn 1 ist sehr, sehr bodenwellig. Man kommt im sechsten Gang an, im Formel 2 schaltet den ersten Gang runter. Es ist wichtig, auf der rechten Seite drüben zu bleiben, so weit es geht, weil eine sehr lange Gerade nachfolgt. Es ist auch eine DRS-Zone. Dann die nächste Kurve ist eine zweite oder dritte Gangkurve, eine Rechtskurve. Man bremst da so bei dieser Exit Road auf der linken Seite. Am Ausgang kannst du wirklich alles mitnehmen. Im Quali wird dort auch Track Limits kontrolliert. Dann haben wir eine Kurvenkombination im dritten Gang. Man tendiert hier in der Kurvenkombination immer sehr viel Untersteuern zu haben, weil es auch bergab geht. Das nächste ist eine Spitzkehre im ersten Gang. Sehr, sehr langsame Kurve. Exit ist super wichtig. Man sollte nicht zu weit auf die Curbs kommen, weil man sonst wirklich Traktionsprobleme hat. Dann haben wir hier Turn 9 und 10. Man hat da eigentlich immer ein bisschen Lenkwinkel beim Bremsen. Von daher ist es super gefährlich. Aber man tendiert dazu, innen links, links vorne, die Reifen zu blockieren. Exit ist super wichtig, weil der gerade folgt. Als nächstes kommt eine Linkskurve. Eigentlich eine ganz relativ schnelle Linkskurve, aber auch relativ tricky im zweiten Gang. Super wichtig, den Speed mitzunehmen. Denn jetzt kommt eine Vollgas-Rechtskurve im vierten Gang. Man sieht hier den Exit nicht. Von daher hat man da wirklich, muss man seine Linie behalten. Dann folgt eine zweite Gangkurve, eine Rechtskurve. Eigentlich nur super wichtig, einen Exit zu haben, weil eine super lange Gerade jetzt kommt. Zur letzten Kurve hin auch eine zweite Gangkurve. Wieder super wichtig, weil dann eben Start und Ziel kommt. Bremspunkt ist circa bei dieser Brücke. Und dann, hier habe ich leichtes Untersteuern bekommen. Exit kann man ein bisschen mitnehmen, aber nicht zu weit, weil der Curb auch im realen Leben relativ aggressiv ist. Von daher, das war eine Runde im Bahrain. Das war meine Runde in Bahrain. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich wäre gerne beim Saisonauftakt in Bahrain mit dabei und auch bei der gesamten restlichen Formel 1 Saison, dann klickt mal jetzt auf den Link in meiner Beschreibung. Dort geht es nämlich zum Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Einfach anklicken, buchen und schon geht es morgen los live aus Bahrain. Von daher, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Formel 1 Schauen und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!